In diesem Video werde ich etwas zum allerersten Mal machen. Es wird für mich eine Herausforderung, doch anders als man denkt. Der Wald und die Berge sind für mich ein Sehnsuchtsort, ein Ort der Stille. Aber auch ein Ort, an dem echte Abenteuer möglich sind. Doch eine Frage, die ich mir seit kurzem immer wieder stelle: Wo sind sie denn, die Bäume? Bäume gibt's hier im Wald meiner Kindheit immer weniger. Der Klimawandel, der hat zugeschlagen und dem Borkenkäfer leichtes Spiel gegeben. Problemkind ist dabei vor allem die Fichte, denn die wurde hier vor langer Zeit in Monokulturen gepflanzt. Und deshalb ist es tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch hier die letzte Fichte fällt. Doch die Geschichte muss hier nicht enden. Wir können auch die sein, die den Wald wieder erblühen sehen. Und genau deshalb dachte ich mir, jetzt pflanze ich meinen ersten Baum. Herausforderung, den sicher und heile ans Ziel zu bringen. Ich bin Dennis, 25 Jahre alt, und das ist meine Bewerbung für Seven vs. Wild. So, Freunde, wir machen es jetzt auf in die Täler und Berge des Harzes, um diesem Kerlchen hier ein neues Zuhause zu geben. Hey Leute, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um noch mal ein bisschen auszuholen. Ich hatte tatsächlich vor 11 Jahren schon einen YouTube-Kanal zum Thema Survival, Bushcraft und Outdoor. Und da habe ich verschiedene Videos gedreht, war auch schon in der Natur unterwegs und habe meine ersten Shelter gebaut, Feuer gemacht und auch über essbare Beeren und Pflanzen gesprochen. Ja, ich war schon dabei, bevor es cool war. Komm, du kriegst auch was. Jetzt geht's ja auch schon wieder ein bisschen besser. Ja, was ich sonst so mache. Das letzte Jahr, da war ich 3 Monate alleine in Asien unterwegs, bin durch den Dschungel von Laos getrackt und 6 Tage durch den Urwald von Japan gewandert. Und als überzeugter Minimalist war ich auch da schon mit dem Handgepäck unterwegs. Und dementsprechend glaube ich, mich jetzt noch mal mehr zu reduzieren, ist auch wieder eine Challenge, auf die ich Bock habe. Leute, ich bin ehrlich. Ich bin keiner, der mit zugebundenen Augen einhändig die Lachse aus dem Wasser fischt. Ich kann auch nicht so richtig gut, ich bin eher so wie ein Schweizer Taschenmesser, was man dabei hat, und da sind dann so unnötige Dinge dran wie ein Zahnstocher. Aber ich funktioniere gut im Team. Ich bin sehr anpassungsfähig, empathisch und dementsprechend gut darin, mich auf mein Gegenüber einzustellen, weshalb ich selbst zum Multifunktionstool werden kann. Vielleicht habe ich nicht den Körper eines Sascha Hubers, aber vielleicht die mentale Klarheit und Disziplin eines Rüdiger Nebergs. Ich bin jetzt hier unterwegs mit Momo und der will schon wieder nicht, wie ich will. Das kommt dabei raus, wenn man Husky auf Wish bestellt. So, manchmal muss man auch mal sagen, wir verlassen die eingetretenen Pfade. Momo, komm! Und dann macht man sich mal auf den Weg. Und dann kommt man auch viel schneller zum Ziel. Bei Fuß! Hat ja mal Respekt vor Bear Grylls und wie er das da in der Natur macht. Aber wovor ich noch viel mehr Respekt habe, ist der Kameramann, weil der muss die ganze Scheiße machen, die Bear Grylls auch macht, nur noch die scheiß Kamera halten. Ich kenne das nur zu gut als Kameramann. Ich glaube, wir sind da.
die Zeit ist reif. Sieben Tage, das ist eine Sache. 14 Tage, das ist nochmal eine ganz andere. Und genau deshalb ist Teamwork gefragt. Es gilt, dass jeder über sich selbst hinauswachsen muss. Und ich glaube, das habe ich ganz gut mit diesem Video gezeigt, wie man mit mir wachsen kann. Die Zukunft dieses Waldes ist nun gesetzt. Meine Arbeit hier vollbracht. Die nächste Mission: 14 Tage Nordamerika.